Leute, heute habe ich die nahezu 100% Patch Notes für euch für Apex Legends Season 18. Offiziell, ich sage bewusst nahezu 100%, weil es nicht ganz 100% sind. Ich hatte vor wenigen Tagen Einblick in die neue Season 18, deswegen danke ans EA Creator Network, dass ich schon diesen Einblick hatte. Es war ein Livestream mit den Devs oder einigen Devs von Respawn, die uns, es waren ein paar mehr namhafte Streamer, YouTuber, die wir so aus Film und Fernsehen kennen, die waren da dabei, wir konnten den Devs Fragen stellen, die beantwortet wurden und so weiter. Das ging aber nur ein Stündchen, deswegen wurde natürlich nicht alles gezeigt, alles beantwortet. Deswegen nahezu 100% Patch Notes am Montag, ein Tag vor Release von Season 18, das müsste dann der 7. August sein, kommen dann die 100% Patch Notes. Dieses Video kann ich aber leider erst zu später Abendstunde veröffentlichen, weil ich vorher keine Zeit habe. Wer also auf dieses Video von mir wartet, der muss sich dann noch ein wenig gedulden. Ich habe für euch heute, ach so, bevor ich das vergesse, ich habe es in meinen Notizen nicht stehen, deswegen haben wir heute mal ein bisschen anderes Layout. Revenant, so wie ihr ihn jetzt seht, mit diesem Skin. Das ist ab sofort der Starter-Skin von Revenant Reborn. Ich habe noch eine Menge mehr über Revenant. Ich habe die Fähigkeiten, ich habe Ranked-Änderungen, ich habe einen Charge-Rifle-Rework, der absolut krank ist. Heftiges passiert mit der Peacekeeper. Ich habe Waffen-Buffs, Nerfs und so weiter, Battle-Pass-Änderungen und noch ein paar allgemeine Änderungen. Auch Story-Missionen kann ich euch ein bisschen was erzählen. Und heftige Wendungen im Ende Jahr 23, wovon Sterben die Rede ist. Und absolut kranken Scheiß. Lasst euch überraschen. Es lohnt sich bis zum Schluss dran zu bleiben. Wir fangen jetzt aber an mit dem Revenant Rework. Ich habe sämtliche Fähigkeiten für euch. Leider kein Gameplay, was ich euch zeigen kann. Ich blende hier und da mal ein paar Bilder ein. Wir fangen direkt mal an. Freut euch übrigens auf den Revenant-Charakter oder Legenden-Trailer. Dort seht ihr das alles sehr, sehr eindrucksvoll. Auch die neue Charge Rifle. Guckt mal genau hin, findet da bestimmt ein bisschen was, was auch Fragen aufwirft. Wäre ich aber gleich auf dem auf den Charge Rifle Rework, werdet ihr feststellen, was ich meine. Wir fangen jetzt mit Revenant endlich mal an. Die passive Fähigkeit nennt sich Assassin's Instinct. Revenant selber kann in einem kleineren Umkreis Gegner gehighlightet sehen mit so einem roten Rahmen. Kennen wir aus der Firing Range bei den Bots so ein bisschen. Alles, was circa unter 40 Lebenspunkten ist, wird gehighlightet, sodass die Revenant sehen kann. Nicht durch Wände, ganz wichtig, aber gleich kommt noch was durch Wände, was einfach schon wieder viel zu krank ist, wo viele wahrscheinlich sagen, oh, der ist OP. Aber Revenant wird echt extrem heftig im Vergleich zu seiner Vorgängerversion. Gehockt, schnell laufen bleibt weiterhin. Ob das gesilenced ist, weiß ich nicht. Also ob man ihn hört, das wurde nicht besprochen. Und er klettert noch schneller Wände hoch. Ich gehe davon aus, dass es immer noch dieselbe Höhe sein wird. Auch das wurde leider nicht besprochen. Und jetzt kommt nämlich der Hammer bei der passiven Fähigkeit, was dem Team zugute kommt. Gegner werden fürs gesamte Squad auch durch Wände gehighlightet. Wenn Revenant selbst auf einen Gegner schießt, der ihn dann letztendlich unter die 40 HP Grenze bringt, wo er für Revenant eigentlich nur gehighlightet wäre. Also Revenant schießt einen Gegner low, One-Shot quasi, und schon können auch die Gegner den gehighlightet durch Wände sehen. Das sind so zwei rote Pfeiler, die man sehr, sehr gut auch durch Smoke und so weiter sehen kann. Das wird sehr interessant. Taktische Fähigkeit nennt sich Shadow Pounce. Das ist ein kräftiger, schneller Sprung nach vorn. Stellt euch das so ein bisschen wie beim Octane Jump Pad vor, wenn ihr reinslidet. Natürlich nicht so weit, aber ungefähr der Winkel könnte es sein. Vielleicht noch ein bisschen geringer. Und du kannst diesen Sprung aufladen. Je länger du lädst, desto weiter fliegst du, sollte klar sein. Und du kannst das natürlich mit einem Wandsprung kombinieren. Ich meine nicht Wall Bounce, sondern an die Wand und kannst von der Wand aus gleich weiter hochklettern. Sieht ultra nice aus, sieht man auch im Charakter-Trailer. Und die ultimative Fähigkeit Forge Shadows. Merkt euch das für den Charakter-Trailer. Sobald die ultimative Fähigkeit aktiviert wird, ein, zwei Sekunden später, zieht er die Charge Rifle. Und schaut mal links und rechts in dem Fadenkreuz. Dort bewegt sich ein bisschen was, wo ihr vielleicht drüber nachdenken könntet, solltet, wie genau funktioniert dieser Mechanismus. Das, bevor ich das vergesse zu erwähnen. So, die ultimative Fähigkeit heißt wie folgt. Also Shadow Forged, wie funktioniert sie? Bildet einen Mantel aus gehärteten Schatten, der Schaden blockt und sich regeneriert und auch deine taktische Fähigkeit regeneriert, wenn du einen Gegner knockst. Das heißt, du bekommst Schaden, der wird von deinem Schatten geblockt.
Solltest du in der Zeit deiner ultimativen Fähigkeit einen Gegner downen, wird dieser Schatten, dieses Schutzschild, ist es eigentlich im Endeffekt nur, wird dein Schutzschild wieder komplett regeneriert und du kannst deine taktische Fähigkeit verwenden. Und jetzt kommt's, wenn du die Ulti-Fähigkeit aktivierst, du wirst das sehen. Das sieht aus wie so ein bisschen wie ein Gibi-Schild, bloß nicht ganz so groß, aber du hast einen roten Schutzschild um dich rum. Siehst du leider nicht im Charakter-Trailer. Du siehst nur so einen roten Schein um dich rum. In dem Trailer, in dem Livestream mit Respawn haben die kurz mal was eingeblendet, das darf ich euch hier leider nicht zeigen. Da haben die auf der Firing Range gegen einen Revenant gespielt und da hast du halt so einen roten Schein um dich rum gesehen. Der Nachteil ist, dieser gesamte rote Schein ist deine Oberkörper-Hitbox, die deutlich größer ist. Das heißt, es ist auch relativ einfach runterzuschießen. Sollte das dem Gegner nicht gelingen, downst du jemanden, ist das Schild wieder voll und du kannst wieder losspringen. Habe ich irgendwas vergessen? Also es existiert hier kein Death Totem mehr oder so, was ursprünglich mal geleakt wurde. So, noch irgendwas? Was sehr interessant ist, also mit den Fähigkeiten sind wir durch. Jetzt kommt aber der Hammer für alle, die Revenant noch nicht freigeschaltet haben. Ihr könnt euch das Geld sparen, ihr könnt euch die Coins sparen, ihr könnt euch die Token, die wichtigen legendären Token könnt ihr euch sparen, weil wir davon nur ganz, ganz wenig haben. Revenant ist für alle in Season 18 spielbar. Und ihr könnt ihn auch permanent freischalten. Es wird Challenges geben, um sich den für über Season 18 hinaus freizuschalten. Für alle, die den nicht freigeschaltet haben. Ob auch alle anderen, die den schon haben, die Challenges spielen können, weiß ich nicht. Zum nächsten Punkt. Solltet ihr euch wundern, warum Revenant jetzt anders klingt. Er hat immer noch dieselbe oder denselben Synchronsprecher, aber die Stimme wurde anders verzerrt, sodass er anders klingt. Also wundert euch nicht, Revenant klingt jetzt komplett anders, klingt aber sehr, sehr geil. Zum Start von Season 18. Direkt zum Start. Gleich wird es ein Death Dynasty Collection Event geben. In der ersten Woche bekommen wir doppelte Erfahrungspunkte im Battle Royale Modus. In der zweiten Woche in der Mixtape Variante eine Woche lang. Und Revenant bekommt sein zweites Erbstück. Hurra. Es wird sicher ein Recolor sein. Das hast du leider nicht gesehen, aber ich gehe davon aus, dass es kein komplett neues Erbstück ist. Ähnlich wie bei Wraith. Haben wir ja schon mal gesehen. So, sollte sich jetzt jemand fragen, Mensch, jetzt kriegen wir in Season 18 so ein heftiges Rework mit Story-Trailer und Missions-Gameplay und so weiter. Kommt das jetzt öfter? Ich kann euch sagen, dass es nicht ausgeschlossen wurde. Das war nämlich einer der Fragen, die beantwortet wurde. Es wird nicht ausgeschlossen, es wird aber nicht die Regel, dass es so heftig wird. Im Allgemeinen halten die Leute daran fest, dass wir Stück für Stück immer mal ein bisschen was an den Legenden ändern. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass es mal wieder in Verbindung mit solchen Spielmissionen und so weiter kommen könnte. Und das wäre auf jeden Fall ein absolutes Highlight. Wir kommen zu den Ranked-Änderungen. Ich betone nochmal, ich erwähne nur das, was noch nicht bekannt war. Außer zu den Ringen, Schließzeit, Damage und so weiter, gibt es ein paar Details, die sehr interessant sind, die auf jeden Fall auch die Runde im Allgemeinen kürzer machen lässt, was ich speziell eigentlich ganz gut finde. Zum einen erstmal, jeder Kill zählt wieder. Wir bekommen Belohnung für jeden Kill. Mal mehr, mal weniger Punkte. Natürlich auf Basis des Skills des Gegners, sollte klar sein. Die Ringbewegung, weil sich viele gewundert haben, Mensch, vor ein, zwei Seasons wurden die Ringe erst angepasst und das geht so schnell. Manchmal fragst du trotzdem schon in der ersten Zone, weil du zu weit weg bist. Verstehe ich, dass da die Kritik hoch war. Die Ringe bewegen sich jetzt länger. Es dauert quasi länger, bis der Ring sich schließt. Aber die Stillstandzeit des Rings ist jetzt kürzer. Das heißt, der Stillstand ist jetzt vielleicht nur noch eine Minute statt zwei Minuten, aber es dauert halt länger, bis der Ring geschlossen ist. Aber er fängt sich schon an zu bewegen. Und der Damage der Zonen wird so sein, dass der Anfangsring schon mehr Schaden macht, aber dafür der Endring weniger. Alles ein bisschen nicht dramatisch geändert, aber so grob. Genaue Damage-Zahlen wurden leider nicht genannt. Dann, das mit den Änderungen der Zeiten habe ich erwähnt. Aufgrund dieser Ringänderungen kann es sein, dass die Runden dadurch ein paar Minuten kürzer werden, was ich definitiv gut finde. Jetzt kommt etwas, was definitiv niemandem gefallen wird, der sich über seinen Master Dive Trial freut, auch wenn er nur eine Season lang ist. Es wird in Zukunft keine Dive Trials mehr in Ranked geben. Geht davon aus, dass ihr jetzt letztmalig, weil wir haben ja jetzt in Season 17 Dive Trial freigeschaltet, wir werden jetzt lila zu bombardiert im Battle Royale, das wird bestimmt richtig witzig aussehen, aber ab Season 19 ist Geschichte mit den Trials. Achtung, Ranked Trials. Nicht der Trial, den du jetzt zum Beispiel
im Valkyrie Prestige Skin bekommen hast. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Begründung kann ich tatsächlich nachvollziehen, auch wenn ich sie selber nicht geil finde, aber nachvollziehbar definitiv, wenn man mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Denn es war oft so, du startest vielleicht eine Runde, ein Team kapselt sich ab, da ist ein Pred-Spieler dabei oder ein Master-Spieler. Vielleicht fliegt er sogar noch Solos weg, kann auch sein. Und es haben sich viele zur Aufgabe gemacht, den hole ich mir. Ich will auch mal sagen, dass ich einen Pred-Spieler platt gemacht habe. Und das hat einen negativen Einfluss auf das Spiel gegeben. Wortwörtlich hat einer der Devs gesagt, das ist wie so ein Bullseye, was du dir hinten aufs Kreuz nagelst und jeder will direkt draufballern. So haben sich mehrere manchmal zusammengeschlossen oder haben versucht, eben diesen krassen Spieler aus der Runde zu nehmen. Und so haben sich natürlich die Spieler nicht gleichmäßig auf der Map verteilt und so weiter und so fort. Ich denke, das Grundprinzip sollte klar sein, was dahinter steht. Mit diesem Grundprinzip kann ich es verstehen, dann finde ich es auch okay, auch wenn es trotzdem sehr, sehr schade ist. Und wir bekommen dann visuell, wir bekommen ab Season 19 dann Bannerframes, Abdia, Master und so weiter. Und es soll wohl so sein, wenn du von so einem Typen geplättet wirst, soll das wohl auch deutlich sichtbar sein für den Gegner, dass es irgendein krasser Mensch war. Das dazu. Also in Season 18 scheinbar letztmalig, das haben sie nämlich nicht erwähnt, bekommen wir trotzdem in Season 18 noch unseren Trial, den wir in Season 17 erspielt haben. Ich gehe von ja aus, weil es ja in der Beschreibung von Ranked aktuell noch so drin steht. So, es gibt aber Gerüchte, das hat jetzt mit dem Livestream rund um den Devs und den ganzen Patchnotes nichts zu tun, aber es gibt Gerüchte, die ich aufgreifen will für die Dive Trials. Angeblich soll es wohl in Zukunft irgendwann Battle Pass Belohnungs Dive Trials geben. Oder auch im Shop, ähnlich wie beim Valkyrie Prestige Skin. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. Für zukünftige Prestige Skins soll das sowieso über kurz oder lang passieren. Auch die alten Prestige Skins. Aber das ist auch aktuell jetzt noch nicht ganz in der Mache. Aber definitiv nicht ausgeschlossen. Wir kommen zum Waffenänderungssektor, sage ich jetzt erstmal. Und wir fangen direkt mit dem Charge Rifle Rework an. Und das wird heftig. Ich betone nochmal, schaut euch den Charakter-Trailer an. Ich bin mir nicht sicher, jetzt wo das Video rauskommt, ob der Charakter-Trailer schon draußen ist. Ich glaube aber wahrscheinlich nicht. Wenn die ultimative Fähigkeit gezündet wird, seht ihr, wie er ins Visier von der Charge Rifle geht. Achtet mal an dem Fadenkreuzrand, da wird was getriggert. Und das ist der neue Feuermechanismus. Also im Endeffekt könnte man eigentlich sagen, die Charge Rifle könnte man umbenennen, weil der eigentliche Charge Beam, dieser Laser, ist Geschichte. Die Charge Rifle wird eine Projektilwaffe mit Bullet Drop. Wie gesagt, der Laser ist Geschichte. Es gibt keinen Grundschaden mehr mit dem Laser. Das heißt, kurz Laserstrahl anvisieren, ein bisschen Schaden und kommt der finale Schuss. Das ist Geschichte. Das Handling wird überarbeitet, Holstern, Nachladegeschwindigkeit und so weiter wird angepasst, wird überarbeitet. Der Feuermechanismus wird überarbeitet. Schüsse können jetzt aufgeladen werden. Und das ist das, was du in dem Trailer von Revenant wahrscheinlich siehst. Aber mit dieser Ladung wird gespielt. Es gibt wie so eine Anzeige, die geht immer hoch und wieder runter, hoch, wieder runter. Das heißt, du kannst müsst wahrscheinlich mit einer Taste schießen, mit einer aufladen. So gehe ich davon aus, das wurde leider nicht erklärt. Schüsse können aufgeladen werden und je länger du den Schuss auflädst, desto geringer ist der Bullet Drop. Also auf Long Range macht es mehr Sinn aufzuladen, auf Short Range kann man auch mal einfach ein bisschen triggern. Dadurch kommt der Schuss schneller, was schon mal eine geile Sache ist. Okay, der Schuss wird weiterhin aufgeladen, deswegen Charge Rifle macht trotzdem vom Namen her Sinn. Dann eine Kugel pro Schuss, nicht mehr zwei. Und es ist die stärkste auffindbare Sniper im Spiel, außer der Kraber natürlich. Und jetzt eine Besonderheit, es wird jetzt wohl öfter dazu kommen, dass man Long Range Knockdowns macht, weil nämlich je weiter der Gegner weg ist, desto höher ist der Schaden bei der Charge Rifle. Umgedreht, je weiter, je näher, desto geringer. Das finde ich auf jeden Fall eine interessante Sache bei der Charge Rifle, aber es wird betont, du brauchst deutlich mehr Skill für die Charge Rifle. Vorher war es tatsächlich eine Waffe, wo man nicht drüber reden muss, skilltechnisch. Das war es tatsächlich zum Rework von der Charge Rifle und das wird echt interessant. Die R99 wird einen höheren Vertikalrückstoß bekommen und wird von Grund auf jeder Magazingröße geringere Munitionskapazität haben. Wie viel, keine Ahnung, aber ich nehme mal so ein bis zwei Schuss pro Magazin werden es wahrscheinlich sein. Dann werden im Allgemeinen alle SMGs
genervt. Der Headshot-Multiplikator wird reduziert und die Strafe-Speed-Geschwindigkeit. Wer damit nichts anfangen kann, wenn man von links nach rechts so hin und her straft, um dem gegnerischen Schüssen auszuweichen, auch diese Geschwindigkeit wird reduziert, sodass du dich langsamer bewegst. Ja, also du bewegst dich langsamer, als wenn du mit einer Shotgun strafst. So wurde es auf jeden Fall gesagt. Apropos Shotgun, die Vestiv bekommt ein neues Streumuster. Ich habe so rausgehört, der Kollege meinte Blast Pattern. Das heißt ungefähr so wie die PK oder die IVA 8, weil ursprünglich war es so, der Trick bei der Mestiv war, geringer Schaden aus der Hüfte war einfach, weil die Streuung horizontal geht. Und deswegen musstest du anvisieren, damit das Streumuster enger wird, aber trotzdem horizontal bleiben. Das soll wohl jetzt so ein Blast Pattern werden. Und dadurch wird es wohl einfacher, mit der Mestiv zu treffen. Und somit hat sich auch dieser Trick anvisieren, meiner Meinung nach zumindest, gegessen. Kein Nemesis-Nerf. Ich bin enttäuscht. Es gibt tatsächlich keinen Nemesis-Nerf. Und die Begründung ist der absolute Dreck. Wurde geleakt eigentlich, dass es Nemesis-Nerf geben soll. Aber tatsächlich wurde gesagt, sie soll eine gute Alternative für die 301 und die Flatline bieten. Das steht in keinem Verhältnis. Es tut mir leid, aber das ist der absolute Schwachsinn. Es tut mir leid, wirklich, aber die Nemesis gehört genervt. Fakt. Und ich glaube nicht, da wird sich nicht dran rütteln. So, weiter im Text. Die Prowler geht samt Fire Receiving Mod vollautomatisch ins Care Package. Raus kommt die Hemlock. Achtung, die Hemlock bekommt nochmal einen Buff auf Rückstoß und auf Schaden. Von der Grundvariante, bevor sie ins Care Package ging. Weil normalerweise ist es so, eine Waffe kommt wieder raus, also wird sie wieder auf die Grundwerte zurückgepatcht. So ist es aber nicht, sie wird jetzt stärker als in Season 15 oder wann es dann war. Und, Moment, eine Care Package Waffe soll in Zukunft nur noch 2 Seasons lang drinne bleiben. Da der Bogen nicht rauskommt und der Bogen ja länger drin ist als die Hemlock, gehe ich davon aus, das hat keiner erzählt, aber ich gehe davon aus, dass der Bogen wahrscheinlich eine Dauer-Care-Package-Waffe jetzt ist, bleibt, wie auch immer, kann ich nicht sagen. Demnach zufolge müsste theoretisch die Elster in Season 19 wieder rauskommen, dann sind 2 Seasons für die Elster vorbei. So, jetzt kommt der Hammer. Das ist einer der größten Hammer, die ich hier in dem gesamten Video wahrscheinlich erzählen werde, aufgrund der Peacekeeper. Die Disruptor-Rounds kommen zurück. Für die Alternator und die Peacekeeper. Das ist so krass. Als die gesagt haben, die Disruptor Rounds, wer die Disruptor Rounds nicht kennt, die waren noch nicht allzu häufig im Spiel. Die waren OP und dann kamen die irgendwann nach 10 Seasons mal wieder für ein Event oder keine Ahnung was. In Season 2 gab es die erstmalig und das war eine absolute Vollkatastrophe. Noch OP'er ging es tatsächlich gar nicht. Wer diese Zeit verpasst hat, der hat was verpasst, so viel kann ich sagen. Auf jeden Fall machen die Disruptor Rounds ähnlich wie die Hammerpunkt-Munition mehr Schaden auf Schild. Und damals war es auf Alternator 45, glaube ich, und noch irgendeine andere Waffe, ich weiß es nicht mehr genau. Aber jetzt wird es die Alternator und die Peacekeeper. Das passt überhaupt nicht, aber es wird interessant. Es wird gruselig interessant im Replikator. In den Replikator geht die Nemesis und die Mosambik. Die Mosambik mit Hammerpunkt-Munition. Jetzt kommen wir zum Battle Pass. Leck mich, wir sind schon bei 18 Minuten. Es tut mir leid, aber wie immer dauert es bei mir ein bisschen länger. Battle Pass Skin. Ich sage bewusst jetzt in Anführungszeichen Level 100, Level 110 Skin. Wird die IVA 8. Ich denke hoffentlich dran, dass ich hier ein Bild für eins der beiden Varianten einblende. Sieht auf jeden Fall ultra stark aus. Es wird aber eine Besonderheit geben, die ich aus dem Stream und mit Sonderdaten bekommen habe, bekommen wir den ersten legendären Skin ab Level 24 für Mad Maggie, ab Level 50 ein Pathfinder Skin legendär und ab Level 25 bekommen wir, wenn ich das richtig verstehe, schon die erste reaktive Variante von diesen beiden Battle Pass Skins. Also ursprünglich Level 100, Level 110 und jetzt bekommen wir eine dieser Varianten wohl scheinbar schon ab Level 25. Und der legendäre ursprüngliche Legenden-Skin kommt dann eben auf Level 24. Ja, so verstehe ich das auf jeden Fall. Und dann wird es noch einen legendären Elster-Skin geben, der auch unfassbar genial aussieht. Also der Battle Pass wird definitiv geil. IVA 8 nicht meine Waffe, aber die Skins sehen auch sehr, sehr stark aus. So, dann haben wir noch ein bisschen allgemeinen Stuff. Auf Broken Moon wird es einen Teil der Map geben, der jetzt zur Mixtape-Playliste hinzugefügt wird.
Es wird eine weitere Story-Mission noch im Jahr 2023 geben, so wie wir es gerade mit Loba hatten, wo wir die ganze Zeit uns hin und her porten. So eine Mission wird es bis zum Ende von 2023 nochmal geben. Es scheint so zu sein, die aktuelle Killcode-Storyline, die wir gerade mit Revenant und Loba haben, die wird bis zum Jahre 2023 Ende fortgeführt. Also können wir davon ausgehen, dass diese spielbare Mission wahrscheinlich wieder mit Loba ist oder vielleicht sogar mit Revenant, keine Ahnung. Und immer noch die Story rund um Revenant und Loba erzählt. Und das finde ich sehr, sehr geil, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft genau solche Sachen wieder bekommen, weil die Devs selber haben gesagt, es hat Bock gemacht, daran zu arbeiten, es selber zu zocken und so weiter und so fort. Also können wir uns darauf freuen, dass sich Apex, wir gehen einfach mal davon aus, wenn es perfekt laufen würde, es sich auf jeden Fall in eine gute Richtung entwickelt. Und jetzt kommt nämlich ein absolut krasses Informationchen, wo ich erstmal überlegt habe, was, es könnte jemand sterben. Da ging es nämlich um diese ganzen Stories und es gibt ein dramatisches Ende und es hieß, es könnten Leute sterben. Ich sage aber bewusst Charaktere, weil ich davon ausgehe, dass es ein NPC sein wird. Wenn jetzt eine Legende stirbt, die dann nicht mehr spielbar ist, das ist für mich auf jeden Fall unvorstellbar. Schon von der Logik her nicht, weil viele von euch a lot of money investiert haben. Und dann eine Legende sterben zu lassen, das funktioniert einfach nicht. Deswegen gehen wir davon aus, es werden NPCs sterben, wichtige Charaktere, die wir in irgendwelchen Trailern schon mal gesehen haben. Keine Ahnung, wenn es zum Beispiel, keine Ahnung, Kryptos Schwester ist, die man schon ein paar Mal gesehen hat. Oder Big Sister oder wie die alte heißt. Ich weiß es nicht, ich habe die ganzen Charaktere schon gar nicht mehr im Kopf. Aber es gibt einige NPCs, die haben wir schon ein paar Mal gesehen und irgendwie scheint da irgendwas Krasses zu passieren. Mehr wurde aber nicht gesagt. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel gespoilert. Falls ja, tut mir das jetzt tatsächlich echt leid. So, was haben wir noch? Weitere Missionen habe ich gesagt. Leute, 22 Minuten, wir sind am Ende angelangt. Wie gesagt, am Montag, dem 7. August, kommen die 100% Patchnotes von mir deutlich später. Es wird auf jeden Fall weitere Legendenänderungen geben. Das habe ich nicht dazu erwähnt. Die Devs haben bewusst gesagt, wir heben uns noch ein bisschen was für die 100% Patchnotes auf. Es kommen definitiv noch mehr Legendenänderungen. Zum Beispiel Cooldown-Zeiten für ultimative Fähigkeiten. Loba zum Beispiel soll wohl da ein bisschen angepasst werden. Cooldown-Zeiten. Und so weiter und so fort, aber genaueres wurde da leider nicht gespoilert. Freut euch also auf die 100% Patchnotes am Montag, den 7. August. Ich bin auf euch gespannt, auf eure Meinung und so weiter und so fort. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und hoffe, ich habe euch nicht zu sehr mit der Dauer des Videos gelangweilt. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.